Ja, unsere Hoffnung als Restaurant in die Luftreinige ist natürlich die, ja, der Wunsch, dass Aerosolpartikel, Viren etc. so herausgefiltert werden können, dass uns es eben dann als Branche ermöglicht wird, weiterhin das zu machen, was wir gerne machen möchten und ja, das ist eben für Gäste zu kochen und zu bedienen. Ja, das sind sehr, sehr langlebige Aerosolpartikel, die bringen wir hier in den Raum ein und wollen uns dann anschauen, wie die Aerosolpartikelkonzentration im Laufe der Zeit abnimmt, wenn wir quasi die Raumluftreiniger einschalten und wenn wir sie auslassen. Das heißt, wie viel geht verloren allein durch Spalte in den Türen, in den Fenstern und so weiter. Wenn wir diese beiden Messungen haben, dann können wir sozusagen abschätzen, wie gut die Raumluftreiniger wirken in diesen Räumlichkeiten, die wir jetzt hier gerade analysieren. Und auf der Basis dieser Ergebnisse können wir dann Empfehlungen geben, wie man quasi so ein Restaurant dann auch wirklich beschreiben sollte, damit das Infektionsrisiko vor der indirekten Infektion deutlich minimiert wird. Ja, also man sieht das jetzt hier, das ist vor der Messung, die Kalibrierung quasi, da passiert noch gar nichts. Dann werden die Aerosolpartikel zugeführt, dann hat man hier einen hohen Wert und dann schaltet man die Raumluftreiniger ein und dann sieht man, wie das hier sehr schnell wieder abfällt auf einen sehr niedrigen Wert. Und die Frage ist immer, wie schnell gelingt es einem hier quasi diese kritische Aerosolpartikelkonzentration zu reduzieren. Und da sieht man jetzt eben aus diesen Ergebnissen, dass man das jetzt eben mit einer Luftwechselzahl, sage ich mal, von 7 bis 11 problemlos hinbekommt. Man könnte auch noch mehr erreichen, wenn man wollte, aber das ist bei Weitem genug. Mehr braucht man auf keinen Fall machen. Also das Ergebnis ist quasi, wir können hier mit diesen Geräten selbst bei einem sehr niedrigen Lärmpegel Luftwechselraten bis 11 leicht erzeugen. Da kommen wir sehr dicht dran an den Krankenhausstandard, wo man quasi Luftwechselraten von 12 fordert, wenn man mit Viren zu tun hat. Also diese hohe Luftwechselzahl braucht man jetzt nicht unbedingt für so ein Restaurant, aber wir würden sagen, 6 braucht man mindestens und das ist deutlich mehr, als das Umweltbundesamt verlangt. Aber das schaffen wir hier mit diesen Raumluftreinigern auf einfache Art und Weise. Mit der Fensterlüftung, also der freien Lüftung, würde man das nie hinbekommen. Also ich hätte gar keine Bedenken, in diesem Restaurant essen zu gehen, wenn die Raumluftreiniger laufen. Ich würde mich hier vollkommen sicher fühlen.